Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Im dritten Video zu den komplexen Zahlen. Heute schauen wir uns an, wie wir sie addieren und subtrahieren. Genau. Anschaulich, wir fangen erstmal anschaulich an und dann gehen wir in die Theorie. Wir haben hier zwei komplexe Zahlen, einmal grün, einmal blau. Und wenn wir die addieren würden, ist das nichts anderes, als wenn wir zwei Vektoren addieren. Hier addieren und hast du hier noch einen Vektor, den du addierst, und dann im Endeffekt, wenn du die addieren würdest, hätte man diese Verbindungslinie. Und im Endeffekt, man sieht schon hier, man muss sich nur die Realteile immer angucken und die Imaginärteile, und die muss man addieren oder subtrahieren. Aber das schauen wir uns einmal an. Ein bisschen theoretisch wird es jetzt, und dann nichts anderes passiert, ne? Also wir haben ja einmal eine komplexe Zahl und hier auch eine komplexe Zahl. Wenn wir z plus w rechnen, schreiben wir es erstmal so hin. Und beim Rechnen der komplexen Zahlen gilt das Kommutativgesetz. Das heißt, wir können die einzelnen Terme vertauschen. Also das heißt, wir können den Realanteil a plus x zusammenrechnen und den Imaginärteil bi plus yi. Steht genau. A plus x plus, genau. Und dann kann man, ganz wichtig, dass man das i dann noch ausklammern kann. Und dann ist sozusagen b plus y ist mein Imaginärteil und a plus x ist mein Realteil. Ganz genau. Ja, das anhand eines Beispiels zeigen wir das mal. Nee, du bist ein zu weit, glaube ich. Nee, bin ich, ne? Ja, ein zu weit. Genau. Ja, Beispiel dann. So, 5 plus 6i und 2 plus 4i. Wenn wir das addieren, schreiben wir es hintereinander weg und gucken uns die Zahlen an. Ne? Einfach packen Zahlen zusammen und die i's zusammen und sehen, dass hier steht 7 plus 10i. Ne? Das ist, glaube ich, recht intuitiv und recht nachvollziehbar. Wenn man schon bis hierhin geschafft hat, sich das Video anguckt, dass man Zahlen und Buchstaben addieren kann. Das würde gehen, ne? Und subtrahieren ist genau die gleiche Rutsche. Läuft genau so. Ja, also hier steht nur Minus und das Einzige, was man hier aufpassen muss, Minus vor der Klammer, dreht die Vorzeichen in der Klammer um. Ja, sieht man auch hier unten. Und ja, deswegen steht das, das ist die allgemeine Form so. Und wenn wir das Beispiel uns einmal anschauen, dann, ja, sehen wir, dass wir hier schreiben die komplexe Zahl hin, die. Dann lösen wir die Klammer auf, indem wir halt die Vorzeichen umdrehen, also minus 2 und minus 1i. Ja. 3 minus 2 ist 1, 0,5i minus 1i ist minus 0,5i. Genau. Und das war's schon. Und hier kann man jetzt wieder immer den Realteil ablesen, der ist 1 und der Imaginärteil ist minus 0,5. Ja? Genau. Also. Gibt es noch ein paar Aufgaben? Nein. Keine Aufgaben? Doch, wir haben immer Aufgaben. Klar, hier die, ja. Klar. Genau, ihr habt hier verschiedene Sachen, die ihr sozusagen berechnen sollt. Hier kommt auch das Komplexkonjugierte rein. Ne, das ist das Strich darüber. Ich hoffe, ihr habt das Video davor angeguckt. Schauen wir mal, was euch da auffällt. Ja. Und stopp. Real und Imaginärteil muss man hier noch angeben. Das ist ganz wichtig. Das wird auch manchmal in Klausuren gefragt. Ne? Jetzt pausieren. So, du beginnst. Genau, schreiben wir die komplexen Zahlen einfach hin. Klammern können wir einfach weglassen. Und dann steht hier 1 minus 4 und minus 2i minus i. 1 minus 4 ist minus 3, minus 2i minus i ist minus 3i. Also ist der Realanteil minus 3 und der Imaginäranteil auch minus 3. Genau, im nächsten Teil subtrahieren wir g von r. Ja, hier steht jetzt noch ein z, so ein G sein, aber tut nicht Not, ist egal. Dann schreiben wir das auf. Wichtig, die 4 im Nenner, die bezieht sich auf beides. Also steht hier sozusagen 6 Viertel ist 3 halbe und 3 Viertel bleibt 3 Viertel. Dann passen wir auf das Minus auf vor der Klammer. Und dann packen wir die I's wieder, rechnen wir die I's zusammen und rechnen wir die Zahlen und Brüche zusammen und kommen darauf, dass das minus 4,5 minus 1,75 I ist. Und dann können wir wieder direkt die reale und imaginäre Teile ablesen. Wichtig, auf die Vorzeichen achten. Ne? Genau. Genau, einen haben wir noch. Letzte Aufgabe. M plus der Komplex konjugiert M. So, also M ist 2 minus 3i, also ist Komplex konjugiert von M 2 plus 3i. Schwieriges Wort, ne? Jo, ist nicht so einfach. Ein Zungenbrecher. Vor allem, wenn er eh schon ein Problem hat. Ist nicht so einfach. Also, wenn wir das jetzt schreiben, sehen wir, hier steht minus 3i und hier steht plus 3i. Macht sich weg. Also 2 plus 2 ist 4.
Imaginärteil ist 0, also haben wir nur einen Realteil von 4. Genau. Das gilt immer. Immer wenn wir eine Zahl, also eine komplexe Zahl, mit der komplex konjugierten addieren, verdoppelt sich einfach nur der ursprüngliche Realanteil. Mit dem Imaginärteil also, fällt weg. Genau. So, okay. Logisch. Der eine Fall geht nach oben, der andere geht nach unten. Und dann, wenn man die Vektoren addiert. Könnt ihr machen, so oft ihr wollt. Ja, alles klar. Genau, Leute. Nächstes Video. Nächstes Video. Geht. Multiplizieren und dividieren. Genau. Schon ein bisschen komplexer, aber kriegen wir auch hin. Genau, ist auch unser Thema, ne? Bis dann, Leute. Ciao.